Freunde, ich mache mir jetzt Mittagessen und zwar gibt es heute Gyros und da habe ich noch ein bisschen hier Champignons klein geschnippelt, Zwiebeln und Knoblauch rein. Dann habe ich hier noch Bandnudeln, die sehen auch sehr, sehr gut aus. Oh, und Hafermilch kommt noch dazu. Und on top ein bisschen Spinat, frische Kräuter und dann soll das Gericht auf jeden Fall sehr, sehr lecker schmecken. Jetzt nicht ins Fitnessstudio kann, dachte ich mir, hole ich mir ein Fitnessstudio nach Hause und habe mir hier so eine Langhantel besorgt. Einmal 5 Kilo, 7,5 Kilo und hier noch 12 Kilo. Und dann kann ich wenigstens zu Hause ein bisschen trainieren. Weil sonst wäre die letzten Wochen und Monate einfach wirklich umsonst gewesen. Weil man darf jetzt nicht aufhören zu trainieren. Und ich bin gerade in Höchstform, wenn man das so sagen darf. Hallo, hallo, jetzt melden wir uns auch nochmal heute face to face. Wir haben uns gerade für einen kleinen Spaziergang entschieden. Spaziergang durch den Park. Genau. Sehr herbstlich übrigens. Sehr herbstlich. Also, ich muss sagen, ich bin immer noch total begeistert, wie wir auch dieses Jahr so die Bäume wahrnehmen, weil sich alles so schön verfärbt. Ich glaube, wir haben es aber die letzten Jahre nicht so wahrgenommen, weil wir, glaube ich, auch nie den ganzen Herbst Stimmt, hier waren. ja, wir waren viel unterwegs, ja. Vermutlich. Ja, genau, auf jeden Fall wollten wir ein paar Sachen loswerden. Zum einen wollten wir sagen, fühlt euch umarmt in dieser schwierigen, komischen, anspruchsvollen Zeit. Ihr seid auf jeden Fall nicht alleine, sitzen alle im selben Boot. Ob es das unbedingt besser macht, ich bin mir nicht sicher, aber ja, das wollten wir auf jeden Fall sagen. Und dann wollten wir auch noch was Positives verkünden. Ein Blick. Haben wir diese Woche sehr schöne Gewinnspiele für euch geplant. Wir hoffen natürlich, wir können euch damit eine kleine Freude machen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, doch, also das hoffen wir wirklich, dass wir ja den einen oder anderen vielleicht damit happy machen können. Also seid gespannt. Und was wollten wir noch sagen? Irgendwas wollten wir noch sagen. Blatt. Wir haben Blatt. Lisa, so vorher, beende diese Story nicht mit einem Blatt. Ich beende sie mit einem Blatt. War so klar. Was auf jeden Fall auch noch aufgefallen ist, wir waren ja die letzte Zeit so fleißig auch im Fitnessstudio, muss man ja echt. Kann man sich aber auch mal ein bisschen selber loben. Ja, Und dann kommt natürlich. Lockdown Light und wir so, okay, Fitnessstudio wieder zu. Da war man einmal so richtig seit Jahren motiviert. Ja, interessiert halt niemanden. Ja, aber wir haben ja jetzt ein Fitnessstudio zu Hause und können zu Hause trainieren. Mei, da müssen wir jetzt durch. Aber ich muss schon sagen, ist schon, also heute Morgen, ich habe schon gemerkt, die Motivation ist eine andere. Ja, klar. Als wenn du im Fitness stehst und dann musst du dich ja bewegen, musst du irgendwas tun. Du wirst ja auch Ja, komisch angeguckt von anderen Leuten vielleicht. Oder du bist dann vielleicht noch mal motivierter, eben weil du weißt, dass sich Leute auch beobachten oder alle anderen Leute ja auch aktiv sind und so stehst du allein da im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer und denkst so. ich kann ja zugucken, vielleicht bist du da motivierter. Stimmt. Ich Ja, okay. feuer dich an. Ein kleines IGTV für euch heute. Mich stresst das unterbewusst, dass ich in den Stories maximal 4 Sequenzen auf einmal aufnehmen kann und dann gestoppt werde. Deswegen auf diesem Wege. So, diese Amerika-Karte werdet ihr sollte
So, Frage an alle Muskatnuss-Experten und Expertinnen. Maximilian meint, dass es sein kann, dass wir zu viel Muskatnuss im Essen haben. Du hast einfach so, putsch, ups. Also, ich glaube, das geht schon fix. Ich glaube, 5 Gramm also, Muskatnuss kann tödlich enden. Wir haben gelesen, dass Muskatnuss ab 5 Gramm giftig ist oder auch eine halluzinogene Wirkung hervorrufen kann. Und als ich den Kartoffelbrei gemacht habe, habe ich eventuell ein bisschen viel Muskatnuss reingegeben. Jetzt wissen wir eben nicht, wie viel. Lisa, du bringst uns noch um mit deinem Kopf. Und jetzt dachten wir, wir fragen einfach mal bei euch nach, ob ihr, was sollen wir fragen, ob ihr uns eine Auskunft geben könnt. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das schmeckt einem dann aber auch gar nicht mehr, das Essen, oder? Wenn zu viel ist.